das perfekte Game. Man könnte es meinen, gerade wenn ich so Reviews Richtung 100% sehe. Sag nix, das zweite Red Dead Redemption ist wirklich ein super Spiel. Aber es freut mich weniger, als ich gedacht hätte. Und ich sage euch gleich warum. Dazu muss ich aber erst mit dem anfangen, was mir wirklich dran taugt. An alle, die die letzten 10 Jahre im Hinterwald verschollen waren, Red Dead Redemption ist GTA mit Cowboys. Heißt, offene Welt, viel Freiheit und Gesichter mit Einschusslöcher dekorieren. Man kann sich so richtig reinsüchteln. Heißt aber, du nimmst dir lieber mehr Zeit dafür. Die Geschichte spielt ein paar Jahre vor dem ersten Teil und ist von Anfang an spannend. Inklusive ein paar gute Überraschungen. Statt alleinig sind wir jetzt in einer Bande unterwegs. Ja, damit hast du zwar ein paar neue Pflichten, weil du immer helfen solltest, das Camp am Laufen zu halten, aber dafür kriegst du eine schöne Gruppendynamik und ein paar feine Charakterschweine als Zeltnachbar. Und das ist auch schon mal was, oder? Sogar der Held aus dem Original lernt man von einer ganz neuen Seite kennen, der John Marston. Down here! Alright! Hot down, Marston! That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. Also, auch wenn die Story und die Figuren gut geschrieben sind, der wichtigste Grund, um sich das Game zu holen, ist die Welt. Die ist lebendiger als das Big Mac-Menü, das ich vor 3 Wochen unter der Couch vergessen habe. Im Ernst, sowas hat man noch nicht erlebt. Das Ganze sieht unfassbar gut aus, aber vor allem fühlt sich's echt an. Die Landschaft alleine gibt extrem viel her. Da hast du das Wetter, die ganzen Viecher. Es ist einfach ein großer, schöner Spielplatz. Du hast zwar deine Hauptstory, aber eigentlich lässt du dich viel lieber ablenken. Da gibt es zig Nebenquests, viele kriegst du vor ziemlich schräger Figuren. Aber abgesehen davon kannst du unzählige Sachen nebenbei erstellen. Einfach, wenn du dir mit offenen Augen gegen da schaust. Jagen, Karten spielen, Schätze suchen, Überfälle in deine Finger stärken. Red 2 setzt die Latte für Open World hoch an. Oh, wenn's das Genre nicht wirklich neu erfindet. Wo legt spielerisch zu? Eklar beim Rollenspielkram. Die Skills werden beim Spielen besser. Also im Stil von, wer öfter rennt, kann länger rennen. Außerdem musst du die Statuswerte immer im Auge haben. Genug Essen, looten, die Camp upgraden, das Pferd hochtrainieren, Waffe verbessern, kleine craften. Das kennt man. Aber in Red Dead Redemption macht's irgendwie mehr Spaß. Auch geschossen hat man in anderen Games schon flüssiger. Aber nirgendwo sonst gibt's mit dem Deadeye so ein Revolverheld-Feeling. Das ist ein Traum, echt? Muss man sagen. Okay, just stay out of trouble and don't get yourself noticed. Aber wo genau hinkt denn das Game jetzt? Für mich gibt's da ein paar kleine Schnitzer und einen großen. Also minimal nervt mir die Steuerung, die ist ein bisschen komplizierter als die Simus, aber man findet die eine. Nach einer Weile. Und dass es nur englische Sprachausgabe gibt, ist wie üblich bei Rockstar Games. Schade, aber bei gut 1000 Synchronstimmen auch irgendwie verständlich. Wirklich, ist für mich, dass mir das neue Red ständig an die Zügel nimmt und sinnlos bremst. Bei jeder Gelegenheit. In Häuser oder Camps kann ich plötzlich nur mehr rennen. Wenn ich loot, muss ich sekundenlang drucken. Für jede verdammte Schublade, für jeden Gegner, den ich durchsuchen will. Oder ich muss die Animation abwarten, wie beim Häuten oder beim Kryptosammler. Und bis ich mal die Schnellreise freigeschaltet habe, schaue ich mir in einem Gaul eine halbe Ewigkeit beim Galopp zu. Das macht auch keinen Kinomodus besser. Ich verstand nicht, warum ich Rockstar so auszögern will. Nur, dass ich sicher diese 8 Stunden bis zum Abspann brauche? Das Spiel wäre so gut. Fast perfekt. Und ich wär's trotz deiner Bremse viel zu viel spielen. Weil es mich immer wieder überrascht. So wie da. Hey! Need a hand with your horse? Sounds good. Shit. Merci fürs Zuschauen. Man sieht sich auf Vorarlberg Online. Kleine Frage am Schluss. Hat irgendjemand Cowboys und Aliens gesehen?